euch ist heute in der Stadt, in der schon David geboren wurde, der lang ersehnte Retter geboren worden. Diese frohe Botschaft haben die Hirten vor 2020 Jahren auf dem Feld verkündet bekommen. Und jedes Jahr werden die Menschen auf dieser Welt neu daran erinnert. Nein, sie ist nicht neu, aber sie ist fantastisch. Für sie, für dich und für mich ist der Retter geboren. Ich begrüße Sie ganz herzlich zur Christvesper hier in der Lutherkirche Oberfrohna. Wir haben diesen Gottesdienst am 19. Dezember aufgenommen. Es handelt sich um die zweite Christvesper um 16.30 Uhr hier in Oberfrohna. In den letzten Jahren waren ca. 600 bis 800 Menschen hier in den Christvespern. Die Corona-bedingten Hygienemaßnahmen lassen es zurzeit nur zu, dass 72 Personen zum Gottesdienst kommen dürfen. Deswegen haben wir uns kurzfristig dazu entschieden, diesen Gottesdienst so viel wie möglich Menschen zugänglich zu machen. Bedanken möchte ich mich beim Kabeljournal, welches es möglich gemacht hat, diesen Gottesdienst aufzuzeichnen, obwohl die Mitarbeiter bereits im wohlverdienten Weihnachtsurlaub sind. Einen Dank auch an den Techniker der Gemeinde, Matthias Korn, sowie alle Mitwirkenden. Die Predigt wird uns heute die Pfarrerin der Gemeinde Oberfrohna-Rußdorf, Frau Christiane Zitzkat, halten. An der Orgel hören Sie Kantor Johannes Baldauf und im Solo Kantorin Lydia Baldauf. Friede Gottes sei mit uns allen. Lasst uns miteinander beten. Gott, in einem kleinen Kind kommst du uns nahe. Wehrlos und bedroht bist du unter uns. Du lieferst dich aus an die Welt und uns Menschen. Lass uns dich aufnehmen in unserer Mitte, in unsere Herzen, in unsere Häuser, dass wir deine Worte bewahren und von deiner Liebe leben, heute wie gestern und morgen, in festlichen Zeiten und alle Tage bis in Ewigkeit. Amen. Die Epistel für die Christvesper steht geschrieben im Brief des Apostel Paulus an die Gemeinden in Galatien im 4. Kapitel. Als die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn, geboren von einer Frau und unter das Gesetz getan, auf dass er die, die unter dem Gesetz waren, loskaufte, damit wir die Kindschaft empfingen. Weil ihr nun Kinder seid, hat Gott den Geist seines Sohnes gesandt in unser Herzen, der da ruft, Abba, lieber Vater. So bist du nun nicht mehr Knecht, sondern Kind, wenn aber Kind, dann auch Erbe durch Gott.
Halleluja, der Himmel freue sich und die Erde sei fröhlich, denn er kommt zu richten das Erdreich. Halleluja. Das Evangelium für die Christvesper ist der Bericht der Geburt unseres Herrn Jesus Christus und steht geschrieben beim Evangelisten Lukas im 2. Kapitel. Es begab sich aber zu der Zeit, dass ein Gebot von dem Kaiser Augustus ausging, dass alle Welt geschätzt würde. Und diese Schätzung war die allererste und geschah zur Zeit, da Quirinius Statthalter in Syrien war. Und jedermann ging, dass er sich schätzen ließe, ein jeglicher in seine Stadt. Da machte sich auf auch Josef aus Galiläa, aus der Stadt Nazareth, in das judäische Land zur Stadt Davids, die da heißt Bethlehem, darum, dass er von dem Hause und Geschlechte Davids war, auf das er sich schätzen ließe, mit Maria, seinem vertrauten Weibe, die war schwanger. Und als sie das selbst waren, kam die Zeit, dass sie gebären sollte. Und sie gebar ihren ersten Sohn und wickelte ihn in Windeln und legte ihn in eine Krippe, denn sie hatten sonst keinen Raum in der Herberge. Und es waren Hirten in derselben Gegend, auf dem Felde, bei den Hürden, die hüteten des Nachts ihre Herde, und des Herrn Engel trat zu ihnen. Und die Klarheit des Herrn leuchtete um sie, und sie fürchteten sich sehr. Und der Engel sprach zu ihnen: Fürchtet euch nicht. Siehe, ich verkündige euch große Freude, die allem Volk widerfahren wird. Denn euch ist heute der Heiland geboren, welcher ist Christus der Herr in der Stadt Davids. Und das habt zum Zeichen. Ihr werdet finden, das Kind in Windeln gewickelt und in einer Krippe liegen. Und alsbald war da bei dem Engel die Menge der himmlischen Heerscharen, die lobten Gott und sprachen: Ehre Gott.
sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden bei dem Menschen seines Wohlgefallens. Und da die Engel von ihnen gen Himmel fuhren, sprachen die Hirten untereinander: Lasst uns nun gehen gen Bethlehem und die Geschichte sehen, die da geschehen ist, die uns der Herr kundgetan hat. Und sie kamen eilend und fanden beide, Maria und Josef, dazu das Kind in der Krippe liegen. Da sie es aber gesehen hatten, breiteten sie das Wort aus, welches zu ihnen von diesem Kinde gesagt war. Und alle, vor die es kam, wunderten sich über die Rede, die ihnen die Hirten gesagt hatten. Maria aber behielt alle diese Worte und bewegte sie in ihrem Herzen. Und die Hirten kehrten wieder um, priesen und lobten Gott. Und alles, was sie gehört und gesehen hatten, wie denn zu ihnen gesagt war. Amen. Keiner da? Wo sind die denn alle nur? Es ist schon ziemlich spät. Jetzt habe ich mich so auf das Krippenspiel gefreut und jetzt ist einfach keiner da. Hallo, kann ich euch helfen? Sucht ihr irgendjemanden? Ja. Wir haben uns gleich auf den Weg gemacht. Also ich wollte bei der Schafherde bleiben. Wir haben gemeinsam beschlossen, uns auf den Weg zu machen. Gemeinsam beschlossen? Ihr habt mich noch nicht einmal gefragt. Jetzt reg dich doch mal nicht so auf. Was wollt ihr denn überhaupt? Nun ja, es ist etwas kompliziert. Wir sind auf der Suche. Ja, ich auch. Wo bleiben denn die ganzen Krippenspieler? Wir müssen jetzt weiter. Na dann, viel Glück euch auf eurer Suche. Ich gehe jetzt auch mal wieder die anderen Krippenspieler suchen. Fröhliche Weihnachten! Merkwürdig. Ich verstehe sowieso nichts mehr. Kommt, lass uns zurückgehen zu unserer Schafherde. Nein, wir gehen erst zurück, wenn wir es gefunden haben. Was sie wohl mit Weihnachten gemeint hat? Ich habe keine Ahnung.
Weihnachten, liebe Zuschauer hier im Studio und natürlich auch daheim vor den Bildschirmen. Ich begrüße Sie ganz herzlich zu unserer Live-Show mit einem unvergesslichen Weihnachtsspecial. Wir sind auch dieses Weihnachten wieder auf der Suche nach glücklichen Gewinnern und kommen jetzt gleich zu unserem ersten Kandidaten. Guten Abend, Heike! Stell dich doch mal bitte kurz vor. Ja, guten Abend. Ich bin die Heike. Und wo kommst du her? Aus Limbach-Oberfrohna. Wie? Limbach-Oberfrohna. Wo liegt das denn? Landkreis Zwickau. Ja, nun gut, dann fangen wir mal an. Bist du bereit? Ja. Und los geht's mit der ersten Frage. Seit wann gibt es den Adventskranz? Ist es die Antwort A, 1925 oder Antwort B, 1725 oder vielleicht doch Antwort C, 1525? Ich tippe auf 1725. Ja, richtig. Ursprünglich kommt der Adventskranz aus dem 18. Jahrhundert. Damals hatte ein Theologe seinen Kronleuchter mit Tannenzweigen und 24 Kerzen bestückt. Und schon geht es weiter. Die heiligen drei Könige, die das Christkind an seiner Krippe besucht haben, heißen Kaspar, Melchior und Balthasar. Richtig. Warum sind die meisten Menschen an Weihnachten allein und einsam? Ich weiß es nicht. Wer ist Gott? Ich weiß es wirklich nicht. Wo ist Gott? Ich weiß es einfach nicht. Wann kommt Gott? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Tja, Heike, das wäre deine Chance gewesen. So schnell kann es gehen. Aus und vorbei. Heike, ich wünsche dir noch ein wunderschönes Weihnachtsfest. Genieße die freien Tage und lass den Kopf nicht hängen. Mach's gut. Und jetzt, liebe Zuschauer, begrüßen Sie gemeinsam mit mir die wunderbare Ella mit ihrem neuesten Weihnachtshit I'll Be Home for Christmas. Fröhliche Weihnachten, stell dich doch bitte mal kurz vor. Wir kommen von der Schafherde. Und jetzt suchen wir. Wer sucht heutzutage nicht? Kommen wir zur ersten Frage. Entschuldigen Sie, können wir auch eine Frage stellen? Das ist zwar ungewöhnlich, aber in Ordnung. Was ist Weihnachten? Ja, was ist Weihnachten? Eine einfache Frage. Also Weihnachten ist, wir feiern Weihnachten jedes Jahr und ja, was ist dann Weihnachten? Na, ein Fest mit Geschenken, Weihnachtsliedern und Plätzchen. Ja, nun gut, tut mir leid, die Zeit ist um. Ich wünsche euch frohe Weihnachten und nach der Werbung zeigen wir Ihnen, worauf Sie noch beim Weihnachtsbaumkauf achten müssen. Bis gleich. Weihnachten ist doch ein wunderbares Fest. Eine knusprig gebratene polnische Hafermastgans mit Klößen und Rotkraut steht auf dem Tisch. Wie das duftet! Gans mit Klößen. Das ist Weihnachten. Das ist Weihnachten? Naja, nicht nur. Aber wichtig ist das schon. Ich könnte mir Weihnachten ohne Gans nicht vorstellen. Über die Art der Gans, also ob es eine polnische Hafermastgans, eine ungarische Hafermastgans oder eine einheimische Hafermastgans ist, lässt sich streiten. Sie sagten nicht nur. Und was ist es noch? Kommt mal etwas näher. Ihr seht ja nicht besonders gut aus. Weihnachten ist das Fest der Liebe. Hier, habt ihr 10 Euro. Kauft euch etwas Ordentliches zum Anziehen. Frohes Fest. Ein Geldschein? Kommt, wir gehen zurück zur Schafherde. Ich will nicht mehr suchen. Aber denkt doch daran, was wir gesehen haben. Was ihr angeblich gesehen habt. Ich habe geschlafen.
jetzt sag mir doch mal, was da eigentlich los war. Also, das war so. Fürchtet euch nicht, denn ich verkündige euch eine große Freude. Ja, eine große Freude für alle Menschen. Denn euch ist heute der Heiland geboren. Welcher ist Christus, der Herr, in der Stadt Davids? Und so werdet ihr ihn erkennen. Ihr werdet finden, ein Kind in Windeln gewickelt und in einer Krippe liegend. Christus, der Herr? Hast du das auch gesehen? Wir müssen dahin. Aber wie sollen wir das Kind finden? Wir müssen es eben suchen. Hey, aufwachen. Was ist los? Ich habe heute keine Wache. Wir müssen jetzt los. Wohin denn? Komm mit, wir haben jetzt keine Zeit, alles zu erklären. Wir müssen das Kind finden. Ich hatte es mir ehrlich gesagt einfacher vorgestellt. Wir gehen zur Krippe und dann finden wir das Kind. Warum suchen wir eigentlich dieses Kind? Es muss wirklich wichtig sein, so wie der Engel von ihm gesprochen hat. Glaubst du wirklich? Alle reden von Weihnachten, aber keiner redet von einem Kind. Besuch? Oh, kommen Sie doch herein. Entschuldigen Sie bitte. Nein, nein, ich freue mich sehr über Besuch. Zu Weihnachten kommt sonst keiner. An den Festtagen sind sonst alle bei ihren Familien und feiern gemeinsam. Das ist Weihnachten? Weihnachten ist das Fest der Einsamkeit. Für mich jedenfalls. Wir sind auf der Suche. Ist hier ein Kind? Nein, meine Enkel sind weit weg. Dann müssen wir weiter. Hoffentlich findet ihr es. Weihnachtsbäume, wunderschöne Weihnachtsbäume. Wer braucht noch einen Baum? Brauchen Sie vielleicht noch einen Baum? Sie verkaufen Bäume? Bäume? Ich verkaufe Weihnachtsbäume. Und das ist mein letzter. Das heißt, Sie haben schon welche verkauft. Naja, das Geschäft war schon besser. Aber Qualität setzt sich eben durch. Sehen Sie, diese stattliche Form, die vollendeten Nadeln und dieser Duft nach unendlicher Weite. Ich mache Ihnen ein gutes Angebot. Sagen wir 50 Euro. Das ist mein letzter Baum. Wahrscheinlich sogar der letzte, den Sie in der Weihnachtsnacht überhaupt noch kriegen können. Na kommen Sie, es ist Weihnachten. Ein Weihnachten ohne Baum? Ein Baum? Das ist Weihnachten. Ja, ich stehe 4 Wochen vor Weihnachten, jeden Tag in der Kälte, erfriere mir Füße und Nase. Aber das ist nebensächlich, solange die Kasse stimmt. Für einen Geschäftsmann ist ein Jahr ohne Weihnachten der Ruin. Weihnachten ist ein Geschäft? Nein, nicht ein Geschäft. Es ist das Geschäft. Also, wenn ihr ihn nicht haben wollt, dann muss ich jetzt wirklich los. Ich hoffe, ich bekomme ihn noch irgendwo verkauft. Frohe Weihnachten noch. Weihnachtsbäume, wunderschöne Weihnachtsbäume. Wer braucht noch einen Baum? Der Engel hat doch gesagt, ihr werdet ein Kind finden, in Windeln gewickelt und in einer Krippe liegend. Wo können wir noch suchen? Wissen Sie, woher ein Kind geboren wurde? Ich weiß es nicht. Ich weiß es wirklich nicht. Entschuldigung, wir suchen ein Kind. Meine Enkel sind dieses Jahr leider nicht gekommen. Ist hier ein Kind geboren? Mag sein. Kinder spielen in meinem Leben keine Rolle. Ich habe ja gerade erst diese Quizshow übernommen und da muss ich noch so viel vorbereiten.
Entschuldigung, ich bin auf der Suche nach einem neugeborenen Kind. Können Sie mir vielleicht weiterhelfen? Ach, mit solchen Dingen beschäftige ich mich nicht. Ich bevorzuge ein ruhiges Weihnachtsfest mit Gänsebraten. Verzeihung, ich suche ein neugeborenes Kind. Um solche Sachen kann ich mich jetzt nicht kümmern. Ich will den Baum hier noch loswerden, bevor Weihnachten vorbei ist. So werden wir das Kind nie finden. Wir müssen nach einer Futterkrippe Ausschau halten. Da! Na endlich! Ihr seid ja immer noch hier. Ich habe in der Zwischenzeit schon mal alles für das Krippenspiel aufgebaut. Seid ihr immer noch auf der Suche? Nein! Jetzt haben wir es gefunden! Wir waren auf der Suche nach diesem Kind. Ach, hätte ich das gewusst! Dieses Kind ist die Hauptrolle in unserem Stück. Gut, dass wir dich noch einmal getroffen haben. Die anderen konnten uns nicht weiterhelfen. Die waren alle mit Weihnachten beschäftigt. Wisst ihr was? Bevor der ganze Weihnachtstrubel wieder losgeht, lasst uns einen Moment ruhig sein und auf das Kind schauen. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Liebe Zuhörer, liebe Gemeinde, was ist Weihnachten? So könnte man das Krippenspiel betiteln, welches wir gerade gesehen und gehört haben. Was verstehen Sie unter Weihnachten? Ich denke, auf diese Frage findet jeder seine eigene Antwort. Für die einen ist es ein großes Familientreffen und umgekehrt. Für die anderen ist es ein Festessen einer Weihnachtsgans. Für viele ist es das Fest der Liebe
das sich in den Geschenken, die man einander austauscht, ausdrückt. Für jemanden, der kirchlich sozialisiert ist, gehört zu Weihnachten auch der Besuch einer Kirche. Wieder ein anderer spricht davon, dass es das Geschäft des Jahres ist. Bedauerlicherweise ist es für zahlreiche Läden und Firmen in diesem Jahr zu einem Desaster gekommen, wegen Corona. Doch fällt deshalb Weihnachten aus? Ich glaube nicht. Den Ursprung des Weihnachtsfestes finden wir in der Bibel und sie erzählt es ein wenig anders. Wenn ich dort die Weihnachtsgeschichte lese, dann merke ich, dass vieles von dem eben genannten vorkommt, aber eben auch nicht alles. Das Wichtigste aber ist die Geburt des Sohnes Gottes in Bethlehem durch die Mutter Maria. Die Weihnachtsgans und das Familienfest, ja selbst der Kirchgang, kamen erst später zu diesem Fest und finden in der Bibel eben nicht ihren Ursprung. Aber die Besuche, ja, die gab es schon damals, zahlreiche sogar, und Geschenke. Da ist von Hirten und von Königen die Rede, die das Kind besuchten. Was in der heiligen Nacht passierte, darauf fanden die Menschen, die dem Kind begegneten, damals ganz verschiedene Antworten. Für die Hirten war es der Retter, der die Menschen zu Gott führen möchte, besonders jene, auf die ihre Zeitgenossen herabschauten. Gerade ihnen gilt die Botschaft der Engel: Fürchtet euch nicht, siehe, ich verkündige euch große Freude, die allem Volk widerfahren wird, denn euch ist heute der Heiland geboren, welcher ist Christus, der Herr, in der Stadt Davids. Gott macht sich auf den Weg zu den Gescheiterten, den Armen, den Kranken, ja den Huren und Ehebrecherinnen, den Dieben und Mördern. Er will auch ihnen einen Weg zu Gott ermöglichen. Gott will heil machen, was zerbrochen ist. Darum wird Gott einer von ihnen, ein Kind, geboren am Rande der Gesellschaft, mit einer Mutter, die einen zweifelhaften Ruf hatte. Er soll ein uneheliches Kind gewesen sein, so wurde gemunkelt. Zu dem Kind in der Krippe, zu Jesus Christus, sind eben alle Menschen eingeladen. Jeder darf kommen, egal ob reich oder arm, ob krank oder gesund, ob aus einer intakten Familie oder aus einer zerbrochenen. Jeder darf kommen, der sich von diesem Kind einladen lässt. Und damit ihr es glaubt, schickt Gott die Engel, die immer wieder zu euch sagen, wie zu den Hirten damals: Euch ist heute der Heiland geboren. Für die Könige, die sich auf dem Weg nach dem Kind machten, ist das Kind der neugeborene König der Welt, einer aus der High Society. Nie kamen sie auf den Gedanken, ihn in einem Stall zu suchen, und deshalb verfehlten sie zuerst den Geburtsort Jesus und suchten bei Herodes im Jerusalemer Palast nach ihm. Nach ihren Vorstellungen hätte Jesus nur auf Daunenfedern liegen dürfen in königlichen Gemächern. Doch sie werden eines Besseren belehrt. Im Palast des Herodes wurde kein Kind geboren. Nun hätten die Könige natürlich enttäuscht und entmutigt nach Hause ziehen können, aber die Könige geben nicht so schnell auf. Sie sind den weiten Weg bis nach Jerusalem gegangen, dann werden sie auch noch das letzte Stück schaffen. Sie sind offen für die neuen Wege, die Gott geht
und auf die er sie schickt. Schließlich finden sie den König in Windeln gewickelt in einer Krippe liegen, so gar nicht königlich. Aber auch die Könige gehen in diesen Stall. Sie bringen diesem König in dieser Krippe, der so gar nicht königlich aussieht, sie bringen ihre teuren königlichen Geschenke mit, wie es sich für einen Gottessohn gebührt. Nur das Beste ist für dieses Kind gut genug. Doch an der Krippe finden sich noch mehr Menschen ein. Nicht nur die Könige und die Hirten. Dort steht auch Josef. Für Josef ist Jesus das außereheliche Kind seiner Frau. Ein Bastard. Das Kind eines Mannes, denn die Geschichte mit Gott als dem Vater des Kindes von seiner Verlobten, das kann er nicht glauben. Seine Gedanken werden in der Bibel schonungslos beschrieben. So steht im Matthäus-Evangelium geschrieben, Josef aber, ihr Mann, der fromm und gerecht war und sie nicht in Schande bringen wollte, gedachte sie heimlich zu verlassen. Auf Ehebruch stand damals die Todesstrafe durch Steinigung. Und wieder bedarf es eines Eingreifen Gottes durch einen Boten von Gott geschickt. Und so erscheint dem Josef in der Nacht ein Engel, der zu ihm spricht, Josef, du Sohn Davids, fürchte dich nicht, Maria, deine Frau zu dir zu nehmen, denn was sie empfangen hat, das ist vom Heiligen Geist. Nun entscheidet sich Josef anders. Die Engel haben ihn offenbar überzeugt. Er lässt seine Verlobte nicht im Stich, so wie er anfangs vorgehabt hatte. Er möchte, dass sie und ihr Kind leben. Und er übernimmt für beide die Rolle des Beschützers und Ernährers. Er ist ein Mensch, der über seinen eigenen Schatten springt und seinen Stolz überwindet. Plötzlich sind ihm zwei Menschen wichtig, die ihn brauchen. Ja, Gott selbst braucht ihn in seinem Heilsplan. Auch wenn seine Aufgaben nicht die von ihm gewünschten sind. Er hätte sich das sicher ganz anders vorgestellt. Ein ehrenvoller Mann mit einer Frau ohne einen anrüchigen Ruf, sondern einen Ruf, der für sie wirklich ohne Haken und ohne Makel ist. Aber er nimmt sich diese Frau an, diese Maria, und er beschützt ihr Kind. Ich kann nur sagen an dieser Stelle, Hut ab vor diesem Mann. Denn ohne ihn wäre Jesus wohl nicht groß geworden. Und nun stellt sich für mich die Frage, was ist das Kind in der Krippe für uns, die wir diese alte Geschichte hören? Gibt es da noch eine Bedeutung für mich heute? Aus welcher Perspektive betrachte ich das Kind? Neige ich da eher wie Josef dazu, das Kind mit einem inneren Zweifel zu betrachten, aber dennoch es nicht im Stich zu lassen? Einfach menschlich zu handeln angesichts der Not, die mir durch Maria mit dem Kind ins Auge springt. Helfend eingreifen, ohne alles zu verstehen und ohne dass für mich ein Vorteil dadurch entsteht. Einfach selbstlos für andere da sein. Wenn ich so dem Kind begegne, dann erkenne ich in jedem Gesicht eines Menschen, der meine Hilfe und Unterstützung braucht, das Kind in der Krippe wieder. Ich kenne viele Menschen in meinem Umfeld, die so handeln, die nicht nach Recht oder Unrecht oder dem eigenen Vorteil fragen, sondern einfach anpacken, wo es Not tut. Momentan sind es die vielen Schwestern und Ärzte in den Krankenhäusern, die die Schwerkranken behandeln, die nicht fragen, wer ist schuld an dieser Pandemie, oder die Erzieher in den Kinderheimen und den Pflegeeltern, die sich derer Kinder annehmen, die andere schon aufgegeben haben.
Oder denken wir an die Vergangenheit. 2015 waren es für mich die Helfer und Helferinnen, die mit anpackten, als Tausende von Flüchtlingen in unser Land strömten und unsere Hilfe brauchten. Aber es gibt noch andere Blickwinkel, aus denen ich das Kind betrachten kann. Einer davon ist der der Hirten. Gehöre ich zu denen, die in ihrem Leben gescheitert sind, die vor dem Scherbenhaufen einer Ehe stehen oder bei denen es im Job zum 100. Mal nicht geklappt hat und die trotz Konjunktur zu den wenigen Arbeitslosen gehören, die es im Land gibt? Oder bin ich einer jener Schulabbrecher vielleicht, die alles hingeworfen haben, weil sie keinen Sinn in der Lernerei sehen und die die Hoffnung in eine gute Zukunft verloren haben? Bin ich einer der Hirten, die mit leeren Händen vor dem Kind in der Krippe stehen, aber die darin ihren Heiland sehen, nämlich Gott, der auch in ihrem Leben eintreten will und ihnen sagt: Ich, Gott, habe dich lieb. Ich habe dich noch nicht aufgegeben. Mit mir darfst du einen Neuanfang im Leben versuchen. Ich lege dich nicht auf dein Versagen und deine Fehler fest, sondern du bleibst mein geliebtes Kind. Wegen dir habe ich mich aufgemacht, um hier auf Erden zu kommen. Kann ich diese Botschaft annehmen von dem Gott, der auf die Erde kommt, um uns Menschen zu suchen? Und kann ich sie auch an die Menschen in die Welt weitersagen, denen es genauso geht wie mir, so wie es damals die Hirten gemacht haben? Oder schaue ich vom Standpunkt der Könige auf das Kind in der Krippe? Sie kommen, weil sie einen neugeborenen König suchen, dem sie huldigen möchten. Doch sie merken schnell, dass das Kind nicht nur ein König unter vielen ist, sondern dass es größer ist als alle Herren der Erde. Sie beten Christus als ihren Herrn an, weil sie wissen, dass auch er ihr Gott ist, stärker und mächtiger als sie selbst, stärker als irgendein König der Welt. Und sie bringen ihre wertvollen Gaben mit und geben dem Kinde doch nur von dem zurück, was sie von Gott selbst so reichlich geschenkt bekommen haben. Bin ich einer, der jetzt in der weihnachtlichen Zeit auch an andere denkt, die es nicht so gut im Leben haben, und gebe ich diesen von meinem Hab und Gut ab, so wie die Könige, um einfach das Geschenkte von Gott weiterzugeben an jene, die vielleicht nicht so reichlich gesegnet wurden? Heiligen Abend heißt es: Lass dich einladen von dem Kind in der Krippe, dass es auch dein König wird und ist. Komm und stell dich auch an die Krippe deines Herrn und Heilandes. Er heißt dich willkommen. Diese Begegnung mit Gott wird dich verändern. Wer an der Krippe stand und dem Kind sein Herz geschenkt hat, den wird es begleiten ein Leben lang, auf das Frieden werde auf Erden, in der Welt, in Limbach-Oberfrohna und auch in deinem und meinem Haus. Denn euch ist heute der Heiland geboren. Und der Friede Gottes, welcher höher ist als all unsere Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Jesus Christus, unseren Herrn. Amen. Ich komme, bring und schenke dir.
Lassen Sie uns nun miteinander Fürbitte halten und zu Gott beten. Du Kind von Gott gesandt, du kommst in unsere Welt und machst alles neu. In deiner Krippe stehen wir und wir bitten dich für deine Welt. Schau auf Maria und nimm in dieser Nacht alle Kinder unter deinen Schutz. Segne die Kinder, die in dieser Nacht geboren werden, und ihre Mütter. Schau auf Josef und trage in dieser Nacht die Mühen derer, die die Festfreude der anderen ermöglichen. Schau auf die Hirten und behüte in dieser Nacht alle, die unterwegs sind. Geleite die, die aufbrechen und Neues wagen. Schau auf deine Herberge und teile in dieser Nacht deine Wärme mit denen, die ohne Obdach sind. Schau auf Ochs und Esel und heile die geschundene Schöpfung. Schau auf Bethlehem und schaffe deinem Frieden Raum in deinem heiligen Land und an jedem Ort, an dem Gewalt und Hass toben. Schau auf den Stern von Bethlehem und mache in dieser Nacht die Herzen der Traurigen hell. Vertreibe die Angst der Kranken und verströme Freude. Du Kind von Gott gesandt, du kommst in unsere Welt und machst alles neu. Zusammen mit den Engeln loben dich deine Kirche in aller Welt. Schau auf uns und lass uns in dieser Nacht von Neuem deine Liebe entdecken. Schau auf uns und alle, die zu uns gehören, und segne uns. Und so beten wir zu dir mit dem Gebet, das uns dein Sohn als erwachsener Mann seinen Jüngern gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Lassen Sie uns nun zum Schluss uns unter den Segen Gottes stellen. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Amen. Thank you.
Effekten dieser Christvespern werden wir auch diesen Jahr sozialen Projekten zugutekommen lassen. Wenn Sie sich daran beteiligen möchten, entnehmen Sie bitte die Kontonummer dem Nachspann.